Der Tag des Rennens ist gekommen und nun ist es Zeit, allen zu zeigen, ob du mit Starschein den großartigen Ritt durch den Wald wiederholen kannst. Sabine ist deine Gegnerin und sie zeigt deutlich, dass sie dich nicht leiden kann. Aber davon lässt du dich natürlich nicht beeindrucken. Schließlich hast du in den anderen Mädchen gute Freundinnen gefunden. Und vor allem ist Starschein dein allertreuster Freund. Ja, also herzlich willkommen zurück beim Let's Play mit dem Wolfi, also mir. Wir sind angelangt beim letzten Teil des Let's Plays Starshine Legacy Episode 1 und nur ein stumpfsinniges im Kreisrennen gegen diese blöde Kuh hier trennt uns noch von unserem wohlverdienten Sieg. Wenn das mal nicht tolle Voraussetzungen sind, fangen wir an. Wie man hier sehen kann, alle Ränge sind voll besetzt mit denselben Menschen. Und außerdem haben wir in Concorde noch einen ganz besonderen Zuschauer, der allerdings nicht weiter wichtig ist. Und ja, hier sind Menschen. Heute ist der Tag des Rennens. Ich gehe wohl besser zu Hermann und den Mädchen und rede mit ihnen, damit ich auch wirklich vorbereitet bin. Gehen wir mal zu Hermann und den Mädchen, damit wir auch wirklich vorbereitet sind. Hallo Hermann, ich gehe mal zu dir und den Mädchen, damit ich auch wirklich vorbereitet bin. Nun ist der Tag da, Lisa. Du hast ja bereits unter Beweis gestellt, was für ein mutiges, MacGyver-tastisches und einfallsreiches Mädchen du bist. Du wirst jetzt in einem Rennen gegen Sabine antreten. Khan ist schnell, aber Starschein hat trotzdem eine faire Chance. Warum habe ich nur einen Gegner? Was soll dieses ganze Turnier, wenn sich außer mir nur einer angemeldet hat? Das weiß ich auch nicht, aber geh mal zu den anderen. Ich mache in der Zeit irgendwas anderes und laufe behindert durch die Gegend. Ich werde dich anfeuern, Lisa. Übrigens, ich habe gehört, du machst auch Musik. Ganz egal, wie das hier ausgeht, ich würde dich sehr gerne einmal spielen hören. Hier hast du meine Handynummer. Ruf mich doch mal an, wenn du Zeit hast. Ja. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, während Sabine hier auf dem Pferd, das uns gestern noch durch den Wald verfolgt hat, hineingeritten kommt. Das Pferd sieht übrigens voll aus wie eine Bulldog. Ist das schon mal jemandem aufgefallen? Naja, auf jeden Fall ist Lisa diejenige, die Josh am Ende abkriegt und Anne, die natürlich zu ihren besten Freundinnen zählt. Die ist natürlich überhaupt nicht sauer und weil sie auch überhaupt nicht diese gigantische Assi-Bitch versnobte Ziege ist, die sie eigentlich verkörpern soll, ist sie auch gar nicht sauer und nutzt auch nicht ihre Facebook-Macht, um Lisa in den Selbstmord zu treiben. Aber egal, widmen wir uns nun der Bitch. Hallo Lisa! Mach dich auf was gefasst! Du und dieser nichtsnutzige Gaul, ihr werdet euch heute mächtig blamieren! Oh, hallo Josh! Was hast du denn mit der zu schaffen? Hallo Sabine, hallo Khan. Ich wünsche ihr nur viel Glück, das ist alles. Beachte sie einfach gar nicht, Lisa. Jetzt sitz auf und glaube nur an dich selbst. Und an Starschein. Ja. Dann muss ich jetzt wohl dran glauben. Also, Starschein. Das Rennen besteht aus drei Läufen. Für einen Lauf musst du die Rennbahn dreimal umrunden. Die erste, die nach dreimaligem Umrunden die Ziellinie erreicht, hat den Lauf gewonnen. Die beste aus allen drei Läufen ist die Siegerin des großen Preises. So, es geht los. Du kennst die Regeln. Denk dran, drei Läufe mit drei Runden. Die beste aus drei Läufen ist die Siegerin. Das habe ich eben schon mal gesagt, macht aber nichts. Möge die bessere Reiterin gewinnen. Wieüüü! Es folgt das langweiligste Rennen aller Zeiten, dessen Ausgang überhaupt nicht ungewiss ist und deswegen habe ich jetzt freie Wahl, ob ich überhaupt nichts sage oder irgendwelchen Mist erzähle. Ja. Wird wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Hui!
Alter, diese gigantische Eisenbitch. Wie kann sie es nur wagen, sich bei diesem Rennen qualifiziert zu haben? Also wirklich. Es ist unter meiner Würde, gegen sowas anzutreten. Aber ich komme wohl leider nicht drum rum, wenn ich dieses Spiel endlich beenden will. Eleganter Sliding-Stop ins Ziel. Und da hinten steht die blöde Kuh. Ich hab's geschafft! Wir haben den ersten Lauf des Rennens gewonnen! Kaum zu glauben, dass Starschein gestern noch so verletzt und krank war! Humph! Du hast einfach nur Glück gehabt! Wart's ab! Im nächsten Lauf bin ich schneller als du! Okay, Zeit für den zweiten Lauf. Ich hab jetzt zwar zu früh gestartet, aber wen interessiert's? Starschein ist sowieso schneller als die Bulldogge. Also... Los, Champa! Lisa ist die Siegerin. Wie überraschend. Wow, ich habe tatsächlich den zweiten Lauf des Rennens gewonnen. So schwer war es nicht. Aber Khan ist schon ziemlich schnell. Wahrscheinlich mogelst du. Aber wart's ab. Im Endlauf hast du nichts mehr zu lachen. Zeit für die dritte Runde. Den Endlauf. Jetzt könnt ihr dem Publikum mal zeigen, was ihr könnt, Mädchen. Jeha! Oh, ich glaube, diesen Lauf mal mache ich mal andersrum, weil das ist sonst natürlich viel zu langweilig und gewonnen habe ich ja sowieso. Los, Starschein! Es geht wieder mit dem Ärger, das ist voll dumm. Macht irgendwie mehr Sets, wenn man da andersrum reitet. Ich weiß nicht wieso. Scheißdreck. Blöde Kuh, ey. Voll dumm, ey. Wie wagt sie es? Das ist ja wirklich voll dumm. Dumm kann die doch gar nicht sein. Also echt, ey. Sabine hat diesen Lauf gewonnen. Dum, dum, da. Für den Endlauf hat's leider nicht gereicht, Starschein. Ich weiß ja, dass du der Beste bist, aber Sabine konnten wir nicht schlagen. Vielleicht nächstes Mal. Ha, 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 ha! Jetzt wissen alle in Jorvik endlich, wer die Beste und Tollste ist. Ich! Du kannst einpacken, Stadtkind! Ja.
Dann packe ich am besten als allererstes mal meinen wohlverdienten Siegerpokal ein, weil ich habe nämlich 2 von 3 Rennen gewonnen und deswegen dient dieser Kreis von Menschen, die fröhliche Musik und das Konfetti, das in der Luft schwebt, auf der Stelle natürlich mir. Und Hermann möchte mir ein paar Worte sagen, wie es scheint. Du hast es geschafft, Lisa. Ich freue mich so, dass du zu unserem Stall gehörst. Du warst super, Lisa. Es ist schon komisch, aber dank Starschein sind wir alle, Linda, Alex, du und ich, sehr gute Freundinnen geworden. Ja, das ist toll. Ich denke auch, dass das der Beginn einer langen und schönen Freundschaft ist, die noch mindestens 3 weitere Computerspiele dauert. Ja. Ich denke, damit hat Lisa sogar recht. Beziehungsweise ich weiß es eigentlich schon. Jedenfalls haben wir hiermit den ersten Teil des Computerspiels abgeschlossen. Jetzt folgt noch ein kleiner... kleiner Epilog auf der radioaktiv verstrahlten pinken Lichtung. Ein junges Mädchen und ein ganz besonderes Pferd sind durch ein starkes Band miteinander verbunden. Ein Band, das in dunklen Zeiten auf die Probe gestellt wird, um sich dann noch weiter zu festigen. In Jorvik lauert eine finstere, unheimliche Macht und die Zeit wird es an den Tag bringen, dass einzig und allein die Freundschaft es vermag, gegen diese Macht anzukommen. Ja. Es klingt jetzt wahnsinnig kitschig und absolut vorhersehbar im Plot und eigentlich ist es auch genau das, aber ja, ich glaube, ich werde die anderen 3 Teile dieses Computerspiels auch noch durchspielen und vielleicht sehen wir uns danach noch bei einem weiteren Let's Play eines Spiels namens Star Stable. Da sind wieder 4 Teile, die aber ein bisschen einen anderen Plot haben. Unter anderem kann man auch einen eigenen Charakter erstellen und sowas. Und ja, wer will, der kann sich das hier dann mal anschauen. Also bis dahin.